Hallo meine liebe Tattoo Gemeinde, hier gibt es wieder ein neues Video mit dem Bakshi. Lehnt euch zurück, entspannt euch, los geht's. Und dann habe ich ihn untersucht mit den zwei Fingern, die sie mir gezeigt haben. Und dann war das noch nicht so ganz in Ordnung. Ich musste dann noch die Schädigung in der Epidemie noch ein bisschen machen. Und dann habe ich Bandage, genau richtig. Gut. Ja. Haben Sie ihm sonst noch irgendwas mitgegeben? Eine Salbe zur selbstständigen Benutzung? Nein, gut. Ich habe ihm nur gesagt, er soll bitte dann, so wie Sie gesagt, ihn dann auch nochmal bei sowas noch den Arzt bitte aufsuchen, später noch, ja. Na, Sie sind ja der Arzt. Also wenn es jetzt, war es eine Schussverletzung? Nein, es war eine, wie sagt man, Stich? Brandenverletzung. Oh. Ja. Ja, aber nur die in der Epidemie, also den ersten Grad nur. Ja, da sagen wir auch nach 2 Tagen nochmal wiederkommen zum Anschauen und zum Wechseln, weil manchmal entzündet sich das ja doch ganz gerne, weil Aschereste noch drin sind oder sowas, die wir so nicht sehen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, das ist, ja. Das so, ist gut machen sollen, ja doch. Nee, alles in Ordnung. Es war jetzt der erste Patient, also das habe ich ja auch nicht dazu gesagt. Wir haben hier ein 2-4-Prinzip als Grundlage. Das heißt, wenn wir jemanden hier behandeln und es ist halt quasi eine offene Wunde, wenn es jetzt nur ein Pferdetritt gegen die Schulter ist, ist es meistens nicht nötig. Aber auch dann sagen wir mal dazu, kommen Sie bitte in 2 Tagen nochmal vorbei zur Nachsorge. Na, im Arztbuch haben Sie ja gelesen, die Nachsorge wird nicht berechnet. Das ist quasi alles in diesen 50 Pence drin. Wenn wir jemanden haben, den wir nähen mussten, dann sagen wir auch in 2 Tagen bitte zur Nachkontrolle. Wenn das gut verheilt ist soweit, dann ziehen wir nach 4 Tagen die Fäden. Das ist mit 2-4-System gemeint bei uns. Okay, ja, das werde ich mir merken müssen, ja. Ich hoffe, sonst immer noch mal nachfragen. Ne? Wir sind ja da, wir lassen Sie jetzt nicht so schnell alleine. Ja. Wie gesagt, die Dame hier in Grün, das ist auch meine Stellvertretung übrigens, Miss Smith. Die freut mich sehr. Namaste. Hallo. Mich auch, Namen. Ja, danke schon. Genau, und potenziell wären Sie dann mit ihr auf der Schicht von 22 bis 0 Uhr. Ja, das versuchen. Von mir, die freuen mich, dann viel zu lernen, zu gucken und musen. Und wenn was ist, ich verstehe dann. Fragen muss ich genau. Dann einfach ja, immer genau. Einfach fragen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dazu sehen, wie hier mit die Zwei-Finger-Technik, das war schon wirklich sehr interessant. Ich kenne das bisschen anders, aber naja, und wie sagt man, ich versuche umzusetzen eure Sprache. Man kann alte werden wie eine Kuh, man lernt immer das so, ja, genau so war das. Genau, und stimmt, bei uns wäre das ungefähr das Sprichwort andere Länder, andere Sitten. Andere Länder, andere Sitten. Was ist Sitten? Sind das die Vogel? Sitten oder Gebräuche. Also zum Beispiel, ganz blödes Beispiel. Bei uns stellen wir das Glas quasi immer rechts vom Teller hin oder versuchen halt immer auf der rechten Seite zu reiten. In England zum Beispiel reitet man immer auf der linken. Das ist so eine Sitte. Auch so eingebürgerte Dinge, die jeder kennt, der da halt aufgewachsen ist oder länger gewohnt. Ja, du, das verstehe ich. Ich habe erst gedacht, das wäre diese Wellensitten, ne? Diese Vogel. Nee, der Vogel ist es nicht. Oder vielleicht ein besseres Beispiel. Ich habe Ihnen ja gesagt, der linke Platz auf der Bank ist immer meiner. Der linke Platz hier ist meiner. Genau, das gilt aber. Genau, das gilt aber nur für unser Arzthaus hier. Ne? Das ist quasi unser Arzthaus hier, unser Land, unsere Sitte. Miss Rose kriegt den linken Platz auf der Bank. Ja, wenn Sie jetzt aber zum Beispiel in Valentine sind, das Arzthaus sieht da ja ähnlich aus, dann geht das nicht. Okay. Weil das ein anderes Land ist in diesem Sinne. Da heißt es dann vielleicht, alle stellen sich auf die Veranda. Mhm. Ne? Das wäre dann da eine Sitte. Ah ja, ich glaube, jetzt verstehe ich. Ja, sowas ist. Ja, ich verstehe die Wellen, die Sitten. Ja, jetzt verstehe ich. Okay, ich das schon.
viele fast gleich, aber irgendwie doch dann anders. Aber ich verstehe langsam, glaube ich, muss gucken. Ja, wie gesagt, fragen Sie einfach immer, auch wenn Ihnen was bekleidet. Ja. Gut, dann gehen Sie ruhig auf Ihre Seite. Ich mache den Platz. So. Danke. Bitteschön doch. Ja. Herr Mrs. Groß, ich müsste nochmal mit Ihnen reden. Natürlich. Dann kommen machen Sie mal wir bitte das. Mit, wegen dem, was gestern hinten war. So, ich nehme einmal die Abkürzung. So, dann tue ich mich jetzt ein bisschen hier so bei Ihnen sitzen, ja? Ja, natürlich, können Sie gerne machen, kein Problem. Ja, das freut mich sehr. Die Namen war denn. Ich hab die, sie tut mir leid. Der Name war jetzt von Ihnen nochmal. Sagen Sie einfach Carlina. Carlina, das ist voll genau. Schön. Mein Name ist einfach nur Bakshi. Ja, genau. Und wenn irgendwas ist, einfach fragen, egal was es ist, und das ist kein Problem. Ja, ich habe schon viel von Ihrer Art und Weise der Medizin gehört. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich habe schon, wie gesagt, einiges gesehen. Das ist schon, ja, schon gut. Ja, manche machen Behandlungen halt anders als wir jetzt hier in Blackwater, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber man kann sich ja trotzdem irgendwie absprechen. Also das wir sagen, heute, Patienten, so wie Ross gerade gesagt hat, halt nach 2 Tagen nochmal zum Kontrollieren kommen und nach 4 Tagen dann die Fäden ziehen. Manche machen dann Fäden ziehen schon nach 2 Tagen, andere Praxen. Das ist halt unterschiedlich.